So, und jetzt nehmen wir uns nochmal Aldi vor. Aldi und, das ist ja Medion, ne? Ja. So, Aldi und Medion. Also, das läuft ja alles über Medion, diese Telefonkarten und so weiter. Ja, So, und wir gehörten zu den Ersten, die sich dann auch eine Telefonkarte leisten konnten, weil wir kein Geld hatten bei Aldi. Und wir können da auch noch sagen, dass man da riesige Schwierigkeiten hatte und auf Aldi wohl auch Druck ausgeübt hat, ne? Weil wir haben natürlich vorher kein Telefon gehabt und sonst ging das automatisch, diese Anmeldung, über Zahlen, aber dann hatte der Computer uns nicht angenommen und dann hatten wir jemanden am Ohr. Und wir haben ja gleich zwei SIM-Karten bei Aldi aktiviert. Ja, das Die stimmt. eine haben wir heute noch. Und das hat Medion auch noch erkannt im letzten Jahr, ne? Ja. Ja. Und im letzten Jahr hatten wir auch mal ganz große Schwierigkeiten wieder und hatten dann auch noch mal ein Geldproblem. Also wir haben sowieso nur von der Hand im Mund gelebt, weil wir das alles leisten mussten. Und Medion war so großzügig und hat uns über Monate immer wieder ein Guthaben gestellt. Die haben gemerkt, dass wir große Probleme haben. Medion, ich möchte das auch noch mal sagen, und zwar haben wir eine Zahlenkombination benutzt von der Aufladekarte, die uns höchstwahrscheinlich unter Hypnose abgefragt wurde. Also die hat schon jemand eingelöst. Vielleicht haben Sie diese Zahnkombination noch, denn, ach so, das kriegt man vielleicht gar nicht mit, wer das war, das ist ein Anonym. Aber das war nicht von dem Verkaufsstellenleiter, dass er das irgendwie abfotografiert hat oder so. Das war auch nicht der Zeitungskiosk, wo wir es gekauft haben, sondern das war wirklich unter Hypnose von uns erfragt. Wir haben das gerade wieder erlebt. Das haben Sie gerade wieder gemacht mit uns. Also, da sind wir auch wieder ein paar Aufladekarten los, weil das genauso war. So, und Medion hat gemerkt, dass was nicht stimmt. Wir haben immer wieder Medion kontaktiert, immer angerufen, und das sollen die Sicherheitsdienste auch mitgehört haben und mitbekommen haben der Welt. So, und Medion hat uns in dem Fall unterstützt, sie haben uns einfach mal Guthaben geschrieben. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir einige Guthaben nicht eingelöst haben, die verfallen waren. Die wir nicht telefonieren konnten, weil dann unser Handy kaputt war. Oder weil wir auch nicht in Deutschland waren, hatte. Ich wahrscheinlich in Russland war. Wir waren nicht regelmäßig in Frankfurt, das können wir ganz genau sagen. Also Medion hat sich ganz, ganz kooperativ verhalten. Und ich glaube, da war auch ganz, ganz schlimme Schimpfhetze zu Anfang. Weil durch die Blume hat er gesagt, na, schön, dass wir zu Ihnen halten und so, ne? Und dass wir gleich zwei Karten zuladen. Da haben wir gesagt, selbstverständlich machen wir das für Medion. Und selbstverständlich bleiben wir bei Medion, weil sie uns das ermöglichen. Und ich möchte auch mal ein bisschen andere, die meinen, dass sie zu reich sind, bei Aldi einzukaufen oder eine Medion-Karte zu nehmen, die meinen, dass sie da zu reich sind, dass sie dann auch ein bisschen Solidarität mit Aldi und mit Medion üben und auch da mal schauen, da ist es jetzt eine ganz andere Verkaufsstruktur wie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren bei Aldi. Auch Aldi ist ein ganz moderner Supermarkt geworden. Manchmal moderner wie Rewe und so weiter und so fort. In einigen Sachen, da kriegt man richtig einen Schreck. Wir waren erst wieder ein paar Mal da. Wir können ja erst seit einem Monat laufen. Und natürlich laufen wir nach Aldi, was bei Aldi am preiswertesten und billig ist. Ja. Und genauso stimmte der Service bei Medion. Wir haben bei Medion riesigste Unterstützung gekriegt. Wir wurden natürlich so gestört und daran gehindert, wir konnten es nicht einlösen. Vielleicht hat Medion gedacht, was machen sie nun? Oder hat dann die Welt nicht verstanden, aber wir wurden durch Hypnose, kamen wir auf jeden Fall nicht am Gurgelpostfach. Wahrscheinlich hat man es nur hypnotisiert, wir wollen es nicht auflösen. Genau. Monatelang, beispielsweise 2010. Ne? Ja. Wann war die Küste der Weltmeisterschaft? 2010, ne? Ja. Ja. So, und da kamen wir monatelang nicht ran. Das wissen wir noch genau. Erst wieder im November. Und da denke ich heute, dass da Hypnose im Spiel war, dass man das so gemacht hat, dass wir nie an unsere Google-Accounts rangehen. Also unser E-Mail-Postfach bei Google. Sehr bedeutend. Heißt Google bereitet, ne? Ausgesprochen. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche. Meine Englischkenntnisse sind gering. So, und da haben wir sehr, sehr viele Unterstützung bekommen von Medien, die es nicht hätten machen müssen. Und ich möchte auch andere sagen, weil das öfter mal ein bisschen sehr instabil wird, das Netz. Wie heißt das? O2, ne? Ja. Von O2. Und vielleicht auch von anderen Netzen, da kennen wir es nicht so aus. Also Medion, das ist ja über E-Plus, das ist ja relativ instabil und relativ langsam, aber man kommt mit Medion-Stick immer noch mit allem zurecht. Ja. Es dauert viel länger, aber
Da ist die Software alles so eingestellt, dass man auch bei großen Störungen wie bei uns, aber natürlich nicht bei Videos. Also wenn man große Videos hat, dann schafft man es damit auch nicht. Aber bei größeren Störungen, wenn man nicht was schreiben will oder auch nur Bilder hochladen oder mal ein Kurzvideo, dann kommt man sogar mit dem Medienstick besser durch. Ja, wenn man so wie in Frankfurt an einigen Gebieten ist, wo sich das denn konzentriert und sehr, sehr viele ein Funkfenster benutzen, sag ich das mal. Ich weiß nicht, wie das heißt, also ein so ein Sendemast benutzen. Und selbst das wäre ein bisschen sinnig. Also der läuft viel, viel stabiler. Aber wir können im Moment nicht nutzen, möchte ich auch die Sicherheitsdienste sagen, da ist uns was. Wir werden gestört. Wir kriegen unseren Medion-Stift nicht aktiviert. Wir wollten ihn aktivieren und damit dann auch ein paar Hochladungen machen und so, um unseren Feind wieder zu zwingen, beides zu stören. Damit wir Ergebnisse haben, damit Sicherheitsdienste sehen, na, das ist ja ein Ding. Jetzt werden die bei Aldi auch noch gestört über E-Plus. Das kann ich schon wieder gar nicht sagen. Also wird es vorher verhindert, dass wir das überhaupt machen können, das läuft nicht. Aber da möchte ich mal nochmal ganz groß positives Lob über Medion. Medion zugehören zur Aldi-Gruppe. Ne? Entschuldigen Sie bitte Aldi, ich weiß gar nicht, wie Sie heißen, ich weiß es nicht. Also für mich ist es Aldi. So, das nächste Aldi. Aldi möchte ich nochmal was sagen. Wir waren jetzt ein paar Mal bei Aldi und wir haben ja jetzt diesen Unterschied gemerkt und da gefällt uns einiges nicht. Und zwar drängeln Kunden bei Aldi an die Kassen und tun dumm in eine Schlange. Und diese Kunden, die meinen, weil sie Schlips tragen und weil es ihnen besser geht und so, beim Rewe sind sie dann relaxed und ganz anders, egal wie voll die Kasse ist und wie lang es ist. Und dann lassen sie auch andere vor und so und tun hier dumm und tun da dumm und so. Und bei Aldi machen sie einen Abnuss. Bei Aldi machen sie die Kassierer nervös, die sich dann gar nichts raus. Also ich finde, das ist eine Riesensauerei. Wenn sie schon nach Aldi gehen wollen, weil sie da billiger einkaufen, ne? Nur genau. Deshalb brauchen sie da nichts zu tun und eine große Lippe riskieren. Und Aldi ist jetzt ein guter Supermarkt geworden und Aldi ist für mich kein Billig-Discounter mehr. Ja. Das ist ein schöner Discounter mit Verkaufskultur, wo die Verkäufer noch ein bisschen höflicher und ein bisschen fleißiger sind. Ne? Das haben wir auch wieder festgestellt. Und wo man preiswert einkaufen kann. Beispielsweise haben wir uns jetzt, natürlich hatten wir noch Geldreserven, obwohl wir diesen Schein hatten, habe ich mir jetzt beispielsweise bei Aldi nochmal meine vierte Spirale gekauft zur Reinigung von meinen drei Abflüssen. Die kostet dann nur 3,99 €. Die anderen kosteten 15,99 € und die im Baumarkt, glaube ich, 11,99 €. Und dann habe ich mir gleich noch ein anderes Set, was auch 3,99 € dazu gehört, da verspreche ich mir was vor. Also mit einem Schlauch, der jetzt Wasser reinpusten kann, mit Düsen. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Das habe ich mir auch jetzt bei Aldi gekauft, 3,99 €. Und jetzt Aldi hatte wohl die Handwerkswoche, das ist sehr interessant. Da gab es auch Silikon und Antikleber, wieder schön Aldi billig, sag ich mal. Ja. Also leider habe ich nicht das Geld, aber das lohnt sich immer zuzuschlagen. Das ist alles viel, viel besser. Und Schrauben und Bohrer und Kleber und Kleberollen und all sowas oder Verlängerungsschnuren und Verteiler, das wünsche ich mir eigentlich bei Aldi, dass sowas noch viel öfter ist. Ja. Ich persönlich, wenn ich einen Wunsch hätte bei Aldi, Meterware Kupferkabel in verschiedenen Sachen. Die könnte Aldi groß einkaufen und könnte das ständig immer schön anbieten und rollen. In 10 Meter Rollen und manchmal auch 50 Meter Rollen. Weil das ist so teuer, weil auch der Kupferpreis so teuer geworden ist. Das ist so teuer überall. Ich musste jetzt Kupferkabel kaufen überall für Alarmanlagen. Und ich konnte ja nicht so laufen. Weil wir immer noch so begast wurden, bis vor einem Monat. Für meine Alarmanlage. Und ich brauchte 80 Meter Kupferkabel. Also, da habe ich aber Tränen in den Augen. Da habe ich einmal für 10 Meter, 6 mm Kupferkabel habe ich 23 € noch was gekauft. Also da habe ich gedacht, ich weine. Ja. Darf ich mal so sagen. So, also sowas wünsche ich mir noch mehr. Würde ich mir mehr von Aldi wünschen, aber sonst gibt es da keine Probleme. Da kann man zuschlagen bei Aldi. Das ist sehr, sehr hochwertig, wenn man sich bei anderen Sachen mokiert. Wir haben natürlich alles von Aldi gekauft. Bohrhammer, Akkuschrauber und so. Das hält alles heute noch. Und das ist ja so, man muss sich da nicht so markieren, das ist für einen Handwerker, ne? Also für einen Heimwerker, der nur ab und zu was macht. So, und wenn man damit einigermaßen umgeht und wirklich umgeht, und ich habe das ja jetzt auch oft genutzt und so. Ja. Also der ist heute noch und macht noch seinen Dienst, und den habe ich bei Aldi gekauft ungefähr um 2004. Wer war das? In Akkubora. Ja. Der kostete, glaube ich, 39 noch was damals, ne? Mit 24 Volt. Aber noch normalen Akku, also heute gibt es ja schon diese anderen Akkus, diese
komme ich jetzt nicht drauf, ist ja auch egal. So, dann wollte ich sagen, haben wir, ja, wie bin ich darauf gekommen, sagen Sie, mit den Meckern und so. Wir haben das nicht erlebt, weil sonst hätte ich auch mal was gesagt, wenn ich da in der Reihe stehe. Aber wir haben es erlebt, dass der eine Verkäufer das gesagt hat, ne? Dass der einer Kundin sogar einen Cent geschenkt hat, bis er letztendlich weitergeht. Sie konnte kein Deutsch. Und dann hat er gejammert, oh Mann, jetzt ist meine Kasse nicht plus minus null. Und da habe ich einen Cent minus. Und meine Frau hat gesagt, hier haben Sie einen Cent. Sie sollen plus minus null haben. Also ist so, das ist nicht hier kein Werbegespräch von Aldi. Wir werden nicht von Aldi bezahlt. Im Gegenteil, jetzt haben wir Aldi mal einen Cent geschenkt. Genau. Was wir uns aber leisten können, denn was wir bei Aldi gespart haben und auch als wir Geld hatten, also ich würde sagen, na das sind wohl schon 100.000, ne? Ja. Das sind bestimmt 100.000 Euro, die wir bei Aldi gespart haben. Dadurch, dass wir Aldi voll geblieben sind, weil das ist ja auch ein bisschen Solidarität und Aldi hat ja erstmal dieses ganze Monopol gebrochen durch Medion und Aldi hat ja auch erstmal bei allen anderen Discountern sei schon allen anderen Supermärkten dafür gesorgt, dass da überhaupt einiges gelegt wurde. Und deshalb kann man auch, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, einmal bei Aldi einkaufen, dann bleibt nämlich auch der eigene Supermarkt vor der Tür, muss dann auch ein bisschen billiger bleiben, weil Aldi die Preise diktiert. Und nicht nur Aldi, Lidl und so bestimmt auch. Aber das ist ja auch so, aber wir sind eben hauptsächlich Aldi-Kunden gewesen und wir gehen jetzt natürlich auch wieder nach Aldi hin. So, die Wasserfontänen sind wieder ausgeschaltet, deshalb ist es ein bisschen ruhiger geworden. So, und was wollte ich da noch sagen? Ja, dann haben wir uns heute noch Kartoffeln gekauft. Ja, kriege ich die schnell raus. Also wunderbare, ach brauche ich nicht zeigen, ist Quatsch, ne? Wunderbare schöne Frühkartoffeln haben wir uns gekauft, heute für 1,79 bei Aldi. Und der Kartoffelbeutel hatte sogar Henkel. 2 Kilo mit Henkel. Kann man doch ruhig sagen. Ja. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nicht in einem anderen teuren Markt gesehen. Wie ein Tragebeutel, schön mit Henkel, schön sauber gewaschen, die Kartoffeln und so. Und leisten wir uns. Wir haben nicht so viel Geld, aber für Gemüse und so, das ist im Moment noch relativ teuer. Dann essen wir wenigstens einmal Kartoffeln und leisten uns das. So, jetzt kriegen wir gerade Besuch. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen, von einem Teichhuhn. Das hat nur dieses Jahr nur ein. Das hat dieses Jahr nur ein junges gehabt und das läuft hier um uns herum, das haben wir auch letztens gesehen, wo wir hier waren, vielleicht sehen Sie es. So, ja, das war gut, dann haben wir heute Melonen gekauft, haben wir gleich 2 Stück gekauft, 2,39 Euro eine Melone, ne? Ja. Etwa 3 Kilo bei Aldi. Diese Melonen sind noch nicht überreif, sie sind eigentlich sehr gut für uns, weil sie noch nicht so viel Zucker haben, da wir auch immer ein bisschen aufpassen müssen, gesund erlebt. Haben gut geschmeckt. Ja, mehr haben wir uns heute nicht geleistet, wollte ich mal sagen. So, das war Aldi, ne? Mehr wollten wir nicht so sagen zu Aldi. Aber da wollten wir uns mal zu Wort melden, weil das ist ja wohl nicht normal. Man, ach, das möchte ich auch noch sagen, weil falls einer noch diesen schönen Computer sucht bei Aldi, ja, war heute da, heute haben wir nicht geguckt, ne? Heute hatten wir wenig Zeit, weil wir noch zu DHK wollten. Und zwar haben wir den Medion-Computer im neuen Aldi-Markt nochmal gesehen, also das Notebook von Medion für 499 mit dem 8 Gigabit Hauptarbeitsspeicher und dem Prozessor, dem modernen Prozessor von Intel, weiß ich jetzt nicht alles aus dem Kopf. Und den für 499, den haben wir noch bei dem neuen Aldi große Friedberger Straße. Ja. Da ist ja jetzt auch ein Aldi eröffnet worden, ein neuer Aldi in der Nähe von der Konstablerwache ist die Straße. Ne? Also wirklich ganz in der Nähe von der Zeil. Und da gehen die Schlipster ja natürlich dann schnell um die Ecke und kaufen da billig ein und tun dann dumm in der Mittagspause. Ne? Und beschäftigen dann die Verkäufer und nerven sie. Deshalb wollte ich das unbedingt nochmal sagen, Renate. Weil, und wir erleben das ja auch, wenn wir da bei uns da beispielsweise im Supermarkt sind, wo auch eine gute Verkaufskultur und auch ein gutes Angebot ist, ist natürlich Rewe. Das ist natürlich für uns alles ein bisschen zu teuer. Aber auch gut, und da erleben wir dann eben, dass diese Schlipsträger höflich sind und sogar manchmal vorlassen und so und sich gegenseitig vorlassen und so. Und da riesige Schlangen sind, also 10, 15 Mann dann. Gegen Mittag und dann alle 4 Kassen. Und dass sie trotzdem da höflich bleiben und locker bleiben. Und bei Aldi dremmelt man schon, wenn da 8 oder 10 stehen. Ja. Das ist so und das geht natürlich nicht. Und das finde ich nicht in Ordnung. Deshalb wollte ich das mal ansprechen. So, danke für die Aufmerksamkeit.